Moin meine lieben Schinken und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Incredible Adventures of Van Helsing. Ja, ich bin der Tico und ich zocke hier natürlich wieder mal auf dem Gaming Channel Flolf und unterstütze ihn mit meinen Videos. So, wir waren hier zuletzt im geheizten Wald unterwegs mit der Klasse Taumaturge. Das heißt, wir können hier Energieblitze und Eissplitter bis jetzt verschießen. Unsere Mission, ja, Lebensmission ist es, den Bürgermeister des Dorfes zu finden. Das können wir ganz leicht tun, indem wir hier ein paar Gegner wegschnitzeln. Ja, das sollte ja kein Ding sein, so vom Ding her. Ja, und dann haben wir noch eine zweite wichtige Lebensmission. Und zwar sollen wir den gefährlichen Schneepelz jagen. Das können wir natürlich auch nebenbei by the way machen. Dazu müssen wir eigentlich nur hier ein bisschen hochgehen. Oh, da sehe ich schon eine Schatzkiste. Perfekt. Die sammeln wir gleich natürlich ein. Hier jetzt noch ein bisschen die Gegner verlangsamen mit ein paar Eispfeilen oder, warte mal, Eissplitter. Genau. Ja, die Kiste muss ich leider hier ein bisschen noch umgehen. Mache ich natürlich auch. Also ich sammle erstmal die Kiste ein. Dann gehen wir zum Schneepelz. Und jagen ihn. So, die Kiste hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Da waren 30 Gold dahin, ja, ganze 30 Gold. Ja, könnte natürlich ein bisschen mehr sein. So, Moment mal, haben wir, bevor ich den Schneepelz angeheife, gucke ich mal eben, ob ich vielleicht im Inventar was Besseres dabei habe. Habe ich schon einen Exorzistenumhang, ist das. Allerdings ist die erforderliche Stufe dafür 6. Wir sind 5. Das heißt, wir können den erstmal nicht anlegen. So, aber das kommt noch im Verlauf des Spiels. Da werden wir natürlich irgendwann nach 20 Stunden Spielzeit anlegen können. Aber erstmal nicht. So. Gut. Also bis jetzt muss ich auch sagen, der... Oh, ich bin leise. Ja, das Werwolf-Versteck sollen wir jetzt angucken. Okay, das können wir natürlich tun. Aber vorher hier ein paar Leichen schänden. Hier sind tatsächlich viele, behängen allesamt mehr als diese Kiste eben, die wir eingesammelt haben. Hier die Pferde können wir nicht schänden. Die haben wir auch nämlich... Wobei... Nee, ich wollte gerade sagen, die haben wir nämlich auch nicht erlegt. Aber... Ja, diese Leichen haben wir auch nicht erlegt. Gut. So, dann erledigen wir mal noch ein paar Gehauwölfe. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen da oben hin. Gut, was sagt denn die Gesamtkarte? Wir befinden uns hier, ich glaube, den Mausanzeiger seht ihr jetzt in der fertigen Aufnahme leider nicht. Aber ich zeige hier auf den Gehöhenpunkt auf der großen Karte, falls ihr das den Gehöhenpunkt seht, wisst ihr ja, wo mein Mauszeiger ist. Und zwar immer. Ja. So, wie viel fehlt uns hier noch bis 6? Bis 6 ein halbes Level. Das dürfte nicht viel sein. Und ich denke, das sollte in dieser Folge noch locker zu schaffen sein. Wenn nicht sogar Level 7. So, dann gucken wir hier noch genauer in ein paar Ecken. Lassen uns von den Gehauwölfen ein bisschen stören. Ein bisschen XP sammeln und Gold. Und ja. So, noch ein paar Eissplitter. Und dann immer schön ausweichen, immer ein paar Schritte nach hinten gehen. Dann geht das gut. Und da sehe ich auch schon, ist ein, ich sag mal, Elite-Gehauwolf dabei, der jetzt aber nicht mehr dabei ist, sondern tot ist. So, von dem haben wir jetzt eine blaue Gegenstand bekommen. Ich habe jetzt nicht geguckt, was. Wahrscheinlich ist es entweder das hier. Ach, eine Maske. Wir haben tatsächlich noch keine Maske gehabt. Oh, das ist schlecht. Gut, was haben wir eigentlich hier? Trophäe, Gürtel, ja, Maske, venezianische Maske. Hat 12, nee, 2% Basismagie Gegenstandschance. Okay, das ist noch nicht so viel. Es behängt uns jetzt nicht wirklich was. Aber haben oder nicht haben, ist es besser zu haben. So. ja. Also tatsächlich hatte ich das Gefühl... Also ich habe das Spiel ja auch mit meinem Jäger angefangen, mit der Jägerklasse. Da bin ich auch schon
26, Level 26. Ich werde jetzt nicht spoilern, wo ich bin, denn das müsst ihr schon selber sehen. Aber jedenfalls hatte ich mit dem am Anfang irgendwie es wirklich schwieriger gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt... Ich bin leise. Ja, wir müssen da eine Münze reinwerfen. Ich weiß nicht, tun wir das oder tun wir das nicht? Natürlich tun wir das, denn... Wir kommen Gegnerhaus. Warte mal. Wieso geht das nicht? Ja, ihr hört es ja. Er meint, I can't do this. So. Ja. Ja, jedenfalls, was ich vorhin sagen wollte. Mit der Jägerklasse ist es einfach schwieriger für mich der Anfang gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran liegt, dass ich jetzt das Spiel einfach schon etwas gespielt habe. Und, ja, ein bisschen daran gewöhnt bin. Oder, ja, ob der Taumaturge vielleicht einfach nur besser ist. Das weiß man nicht. So, aber erstmal sammeln wir hier ein paar Heiltränke ein, denn Heiltränke sind auch immer gut. Müssen auch gleich mal gucken, dass ich Katarina ein paar Heiltränke gebe. Denn sonst, ja, stirbt sie immer ziemlich schnell. Und ich sehe auch, wir können sie aufleveln und zwar schon ganz gut. 6 Fähigkeitspunkte hatte ich hier. Die legen wir ein paar auf jeden Fall auf Willenskraft. Dann ein paar auf Körper. Und dann die letzten beiden auf Geschicklichkeit. So, mit Geschicklichkeit hat sie Fernkampfschaden. Genau, das ist gut. Moment, ist sie auch auf Fernkampf eingestellt? Denn die Gefährtin wird Feinde aus der Nähe angeheifen. Nee, Nahkampf. Ja, Feinde aus der Entfernung, das ist gut. Was ist das? Begleiterhorn wird während des Kampfes die Geisterform annehmen und euch eine zehnprozentige Schadensreduktion für alle Schäden bieten. Hinweis, sie kann in Geisterform nicht kämpfen oder angeheifen werden. Ja, Fernkampf ist am besten. Damit sind hier alle verbraucht. Dann haben wir noch 4 Fertigkeitspunkte. Och, das ist ja perfekt. Hier, erhöht den Geisterharte von Van Helsing. Einmal auf jeden Fall. Ein zweites Mal können wir das nicht machen. Was ist das? Das ist schwächender Kuss. Der macht, schenkt Van Helsing mit jedem Hieb 0,7% seiner maximalen LP. Jo, einfach mal einen machen. Hört sich nämlich gar nicht mal so schlecht an. Und dann, können wir hier tatsächlich noch ein Level draufpacken. Gehechzender Kuss hört sich nicht schlecht an, denn mit jedem Angriff, den wir so machen, Leben dazu bekommen, das ist gut. Dadurch sind wir auf jeden Fall weniger verwundbar. Und ja, das habe ich zum Beispiel mit meiner Jägerklasse gar nicht gewährleistet. Denn, ja, da sterbe ich schon nach wenigen Treffern. Und ich habe halt eben mit dem Taumaturgen bislang einfach den Eindruck, dass ich am Anfang auch mehr aushalte mit ihm. Und hier kommt die zweite Chance. Perfekt. Normalerweise wären wir jetzt tot, müssten Gebühren dafür zahlen, dass wir im Checkpoint wiederbelebt werden oder müssten in der Stadt neu starten. Aber so geht's einfach direkt weiter. Und da kommt mir jetzt gerade auch der Gedanke, habe ich hier eigentlich schon das zweite Inventar gekauft? Nein, habe ich nicht. Beziehungsweise gekauft. Was heißt hier gekauft? Gelernt. Das sind ja Lernbonis hier. Nee, habe ich nicht. Wird auch noch wichtig sein. Und werden wir auch noch Verhügelung machen. So, jetzt ein bisschen in Deckung laufen hier. Ja, schade, dass die Zeitfähigkeit hier, die C-Zeit, nicht aufgeladen war. Wollte ich gerade nämlich drücken. Ging aber nicht. So. Da gucken wir noch hier ein bisschen in den Ecken, ob hier noch irgendwas ist. Natürlich, da ist immer irgendwo irgendwas. So. Versuche ich mal hier nah an die Dinger zu kommen und dann ein paar Eissplitter. Oh, 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 das wird gefährlich. Ich bin tot. Ja, Respawn am Checkpoint hat uns sie 107 Gold gekostet. Ist jetzt in dem Fall nicht viel. Also, wir haben 2000. Ja, das geht noch. Das ist verkraftbar. 100 Gold. Also, inzwischen mit meinem Jäger muss ich da mehr als 10.000 schon bezahlen, um am Checkpoint wiederbelebt zu werden. Und ja, das macht sich dann doch schon ein bisschen mehr bemerkbar, sage ich mal. So, in der Zeit lupe ich hier jetzt noch entspannt alles erledigen. Dafür vielleicht ein Heiltrank noch nicht schlecht. Habe ich aber nicht ganz daran gedacht.
Ein bisschen schlecht, ja. Aber gut. Zweite Chance hat uns ja nochmal gehettet und heilte Hank. Ach, das geht hier echt schnell mit dem Sterben. Vor allem, wenn dann plötzlich so eine starken Gegner plötzlich auftauchen, die echt viel Schaden machen. Aber das wechselt sich auch immer. Da werden wir auch noch öfters genug so stark genug werden, dass die Gegner einfach nur noch so wegsterben. So, da haben wir irgendwas Gelbes gefunden. Ein Amulett. Das ist tatsächlich in... ein Gehauwolf. Ja, das ist tatsächlich in allen Sachen besser. Das legen wir auch direkt an. Das hat gehittete Schütterhefferschaden, Basiskörper, Basisgoldchance und gestohlene TP von der Heffen. Ja, natürlich, das legen wir direkt an. Das hört sich nicht schlecht an. So. Hier ist nichts. So ein kleiner Gang. Oha, eine Meute. So. Na, da wollte ich jetzt mit Eis... Warte mal, was machen die? Kämpfen die gegeneinander? Ach was, die kämpfen gegeneinander. Ja, dann lasse ich sie natürlich auch gegeneinander kämpfen. Steige dadurch ein Level auf und muss nur noch dann die hässlichen Feinde besiegen. Mit weniger Leben. Das ist ja easy. Hier noch Zeitlupe, damit schön schick aussieht. Und klack, da sieht man auch, wie die wegfliegen. Ja, das ist auch ganz geil gewesen. Also, ich glaube, das war jetzt eine gehyptete Sequenz, weil normalerweise geheifen die sich, die Gegner sich nicht gegenseitig an. Das passiert einfach nicht. Also, insofern war das schon etwas unerwarteter für mich. So, da sind wir auch ein Level aufgestiegen mit unserem Abraham von Helsing. Ist mir auch aufgefallen, dass ich vergessen hatte, diesem Charakter einen Namen zu geben. Deswegen heißt er jetzt einfach mal Abraham. Das kann ich jetzt momentan auch nicht mehr ändern. Das tut mir dann auch leid. Aber ja, dann heiße ich jetzt halt eben Abraham. So, damit haben wir ein bisschen weiter auf Willenskraft und Geschicklichkeit mit unseren Abraham gelevelt, geskillt und sind damit gutes Stück stärker gekommen. So, jetzt gucken wir nochmal ein bisschen bei den Fertigkeiten, ob wir vielleicht hier den Tintensprung machen können oder lernen können. So, ihr nutzt die Tinte, um sofort zum angegebenen Ort zu springen. Teleportation zum Cursor. Ja, das ist quasi Teleport wie in Diablo 3 mit dem Mönch. Sage ich mal, denke ich mal. So stelle ich mir das jetzt vor. Könnte nützlich sein später. Brauchen wir jetzt aber noch nicht unbedingt. Deswegen gucken wir, was wir hier noch haben. Mindestens Fertigkeit Level 10. Wir sind 5. Ja, ich weiß nicht. Ich würde das jetzt erstmal am Anfang noch nicht so gerne so hoch leveln. Da würde ich dann tatsächlich doch lieber was anderes dazu lernen. Oder hier, Eissplitter. Genau. Die angehaffte Halbweite, der Splitterwert um 5 Meter erhöht. Ja, finde ich auch nicht so super. Warte, Kontrolle, was kann das? Das Ziel wird für die Dauer des Zaubers verhäuntlich und geheift den nächsten Feind in einen Umkreis von 20 Metern an. Der Zauber verleiht dem Ziel außerdem einen Schadensbonus, solange es von euch kontrolliert wird. Hinweis. Die Dauer des Zaubers wird bei stärkeren Feinden reduziert. Die mächtigsten Feinde sind eventuell sogar vollkommen immun. So, die kontrollierte Kreatur erhält 25% Schadensreduktion, solange der Effekt anhält. Das müsste ich aber am besten auf hier unten auf eine andere Maustaste packen. Ich lerne das erstmal. Guck mir das ein bisschen genauer an und pack das einfach hier mit Tabulator auf freie Plätze. Und dann können wir das ja immer hin und her switchen. Das ist auch ganz gut. So kann man halt eben vier Fertigkeiten gleichzeitig haben und die dann einfach so im Kampf ganz leicht hin und her switchen. So, Mana-Haub. Das Ziel lädt mit jedem Treffer 1% eures maximalen Manas wieder auf. Ja, kann man machen, immer, also Mana ist immer gut. So, mit den Taumaturgen denke ich mal besonders gut. Ziel erhält zusätzlich 40% Bonusschaden. Bonusschaden 40%, das ist fast 50%, das ist sehr gut. So, Zuweisen von Fertigkeiten, ach, das habe ich jetzt tatsächlich hier vergessen. Nehmen wir die hier, ziehen die einfach dahin und dann haben wir sie auch schon angelegt. Ja, das können wir dann wegklicken. Boni. Haben wir immer noch keinen verfügbaren Lernbonus. Das ist ein bisschen schade.
denn langsam würde ich das erweiterte Inventar ganz gerne lernen. Auch wenn ich da bis jetzt doch schon ganz glücklich bin, dass ich, wie kann ich denn das jetzt einsetzen? Geht nicht. Ja, das zweite Inventar wäre nämlich schon ganz toll, das zu haben. Würde viel bringen. So, okay, ich verstehe jetzt nicht, wie ich die eine Fertigkeit da genau einsetzen soll. Das ist jetzt, ein Rätsel für mich. Nee, echt keine Ahnung. Moment mal, erstmal muss ich aber hier gucken, dass ich nicht sterbe. Das ist erstmal in erster Linie das Wichtigste. Wow. Oh, das kostet heilte Henke. Alter, wie viele das aber auch sind. So verhisst Pfeile. Und ich kann auch die Zeit nicht verlangsamen. Ach, Mist. Ja, das sind tatsächlich ziemlich viele Gegner auf einmal. Und ja, Moment mal. Kann man das irgendwo nachlesen, wie das eingesetzt wird? Also so wie ich mir das vorstelle, klicken wir die Kreatur einfach an, die in dem Fall kontrollierte Kreatur. Warte mal. Muss ich das vielleicht auf Katarin? Nein. Schadensreduktion. So. Das wird sich schon bestimmt irgendwie beim Zocken klären. Da werden wir schon sehen, wie wir das am besten anwenden. Ja. Stumpf, stumpf. So, neuer Versuch hier. Die wollen einfach nicht angreifen. Oder nicht auf meine Seite rüberwechseln. Das ist nicht gut. Das sollen die mal machen. So, da haben wir oder... Nee, haben wir tatsächlich, glaube ich. Nee. Katarina. Ach was, Katarina ist eben Level aufgestiegen. Sehr schön. Ja, dann können wir sie gleich auch ein bisschen aufleveln und werden dadurch auch nochmal selber ein bisschen stärker. Hier vorher noch die ganzen Items einsammeln. So, haben wir da vielleicht jetzt ein bisschen was Besseres dazu bekommen. Kurz neu anordnen hier. Und dann anschauen. Die Stiefel vielleicht mit plus 3 Schutz. Und der Umhang, oh, sehr schön. Plus 2 Schutz, plus 7 Zauberkraft und ein SPT, also Damage. Boho, Damage, Google. Keine Ahnung. Und wir haben einen Gürtel gefunden, tatsächlich. Jetzt haben wir auch mal einen Gürtel. Hatten wir vorher nämlich nicht. Ja. Gut, dann mal eben schnell bei Katarina hier noch vorbeischauen. Schenkt von der Helsing. Genau. Das war das. Das war Angriffsaharte. Und ich denke mal, ich gehe noch ein Stück auf Angriffsaharte. Denn desto schneller wir zaubern können, desto schneller sind die Gegner auch tot. Ja, da wir sie jetzt, Moment mal. Ja, wir haben sie auf Fernkampf eingestellt. Das heißt, ich level hier mal ein bisschen auf Geschicklichkeit, sodass sie schön Fernkampfschaden bekommt. Dann gebe ich ihr hier noch ein paar Gegenstände aus dem Inventar. Dann haben wir hier die Gegenstände nicht mehr im Inventar und können ein paar neue Sachen ansammeln. Und sie kann, ja, in der Zwischenzeit auch vielleicht was anlegen davon. Ah, Mist. So, ich versuche hier mal möglichst ein bisschen sparsam irgendwie alles anzulegen. Aber irgendwie. Ja. Egal, das klappt jetzt so nicht. Da hat sie dann noch zwei Plätze. Die werden auch bestimmt noch für irgendwas gut sein. Und hier hat sie auch jetzt ein besseres Gewand bekommen. Gewand, haha. Und ein Amulett, oha. Ja, das legen wir jetzt mal besser nicht an. Ja, aber immerhin zwei neue bessere Sachen auch für Katarina. Und hat sich ja schon mal richtig gelohnt damit. So, und aufgestiegen ist sie auch gleich mit. Und da kommen auch gleich die nächsten Wölfe. So, ein paar erledigen hier. So, Frikolak wird der Herrn, ist das. Sehr schön. Auch besiegt hier. So, ein paar Eissplitter und dann ist das Problem auch erledigt und ganz schön blutig. Also man muss schon sagen, das Spiel ist echt übertrieben mit dem Blut. Ja, vor allem wenn man, wie später gibt es sowas in der Art wie Dungeon Defenders Minispiele oder Quests. Und
wenn da dann ein paar tausend Gegner auf einen gleichzeitig zustürmen, dann fließt da doch schon ganz schön viel Blut, muss man schon wirklich sagen. Also, ja. Erstmal Zeit an. Oh, alle gleichzeitig getötet. Also ich muss sagen, dass mir der Zeitverlangsamung sieht echt gut aus. Das gefällt mir schon mal bei den Taumaturgen von dem Effekt her sehr gut, von der Attacke, der Fertigkeit. Mit dem Jäger habe ich... Oh, der Hudelführer muss sich in der Nähe befinden. Oh man, ja. Sie glaubt halt eben, dass der Hudelführer uns zerfleischen wird. Das glaube ich natürlich nicht. Ja, aber die Dialoge zwischen den beiden sind immer echt genial. So. Dann machen wir hier nochmal eben die ganzen Gegner. Und da sehe ich auch schon die Höhle vom Hudelführer. Das ist tatsächlich ein Boss. Ja. Ein für den Anfang, wie ich finde, echt starker Boss. Vor allem, ich glaube, bei dem war das so, dass er eine recht hohe Lebensregeneration hat und man dadurch auf ihn ganz schön viele oder lange einhauen muss. Und das ist ein bisschen blöd. So. Dann nochmal kurz ins Inventar, Loki Lukin. Und da haben wir natürlich nichts wirklich Besseres. Das hat zwar plus 4 Schutz, aber wir verlieren dadurch minus 7 Zauberkraft und das finde ich in dem Fall irgendwie nicht gut. Und ja, deswegen lasse ich das mal lieber. So, Werwolfhöhle. Dann gehen wir mal kurz da rein. Und wenn wir nicht gleich sofort angegriffen werden, würde ich sagen, wäre das auch das erstmal fürs Erste für die heutige Folge. Denn die Zeit sagt jetzt natürlich wieder über 20 Minuten. Ja, und wir werden auch nicht direkt angegriffen. Deswegen, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Schinken und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen und auch sehr auch über das Feedback und natürlich auch ein Abo, aber das könnt ihr immer noch selber entscheiden. Wichtig wäre nur das Feedback. So, damit würde ich dann auch sagen, bis zum nächsten Mal und damit F6.